Ob der Strom wirklich bis zum Ende durchgehalten hat, werdet ihr gleich im Video erfahren. Viel Spaß heute! Hallo zusammen, mein Name ist Jennifer, ich komme aus der Nähe von Hildesheim und ich mache diesen Podcast hier, um mich im Sommer voll anzukleiden und mich tot zu schwitzen. Nein, also ich bin Designerin und ja, Designer arbeiten halt nicht ganz im Hier und Jetzt, sondern immer so ein bisschen in der Zukunft und dementsprechend muss ich jetzt was gerade tragen, was halt überhaupt noch nicht relevant für euch ist. Also schon, aber man trägt es halt eigentlich jetzt noch nicht und ich auch nicht. Es ist viel zu warm. Es soll heute und morgen nochmal warm sein. Ich nehme ja immer am Donnerstag auf und am Wochenende soll es kälter werden. Und das finde ich auch okay. Ich bin so ein Mensch, ich fühle mich zwischen 15 und 25 Grad eigentlich immer am wohlsten. Ich versuche heute mal ein bisschen deutlicher zu sprechen und ich achte auch bewusst darauf, dass ich meine Silben am Ende nicht so verschlucke. Das mache ich nämlich sehr gerne und das ist mir jetzt erst so richtig aufgefallen. Und das wollte ich euch einfach dann mal nicht so antun. Und ihr könnt ja gerne mal eine Rückmeldung geben, inwiefern ihr das gemerkt habt. Ja, dann fangen wir doch mit dem Elefant im Raum an. Ich trage ihn ja gerade. Dafür muss ich jetzt einmal aufstehen. Ich zeige ihn euch aber auch nochmal gleich übergeblendet im Video. Ich habe kein BH an, deswegen ist der Brustkeil jetzt ein Stück weit zu weit oben. Also meine Brust ist normalerweise ein bisschen weiter oben. Und ich habe es geschafft, die Ärmel zu beenden. Zu der Schiene kommen wir gleich noch. Nichts Schlimmes. Ja, also ich habe die Ärmel beendet. Der ist jetzt noch nicht... So, einmal wieder hinsetzen. Ich blende euch hier nochmal ein. Der ist noch nicht gebadet. Also der... Das Oberteil ist schon mal gebadet worden. Einfach, dass ich das Colorwork für den Antrag an Hobby schon mal... Ist das jetzt richtig so? Ja, die Zeit ist irgendwie ein bisschen komisch aus. Für den Antrag musste ich praktisch den oberen Teil schon einmal fertig haben und habe dann anschließend erst den Körper dran gestrickt, der hier aber sehr kurz ist. Seht ihr ja hier unten. Das ist nicht so viel. Und ich hänge mal gerade eben die Rautentunika ab und werde den Pulli hier einfach mal aufziehen auf das gute Stück. So. Und einmal so drehen, dass es richtig ist für euch. Ja, also. Ihr kennt ihn ja schon fast fertig. Also das hatte ich schon beim letzten Mal, da war ich aber... war der gerade zusammengeknödelt, weil ich die Ärmel schon angestrickt hatte, also angefangen hatte zu stricken. Ich schiebe euch mal ein Müh nach unten. Ich schwitze sogar hinter der Brille bei diesen Temperaturen. Fürchterlich. Ja, da war ich also schon fertig. Habe hier nach diesem letzten Muster nicht mehr wahnsinnig viel rechts gestrickt. Das ist aber eben auch nach Körperform immer abhängig. Einfach für mich an den schmalsten Punkt gestrickt sozusagen und das Bündchen angestrickt. Und dann habe ich beide Ärmel noch gestrickt. Die habe ich genau nach Anleitung gestrickt und habe, ich habe sie auch von der Länge her genau nach Anleitung gestrickt. Ich hoffe, dass sie beim Waschen noch so vielleicht einen Zentimeter wachsen. Also sie sitzen schon, habt ihr ja eben in dem Video gesehen, schon hier. Aber ich mag sie auch gerne, wenn die so ein Müh über die Hand gehen. Das ist nicht wichtig, dass das so ist, aber... für mich selber mache ich das normalerweise so. Ich könnte halt theoretisch, wenn es jetzt dann immer noch nicht passt, das Bündchen auch noch verlängern. Also das sind jetzt 20 Runden Bündchen. Und ich habe hier bewusst Ballonärmel gemacht, weil ich das einfach gemütlicher finde, als wenn die so eng sitzen. Also ich mag vom letzten Mal den Ursa auch sehr gerne mit den engen Ärmeln. Das sieht auch schick aus. Aber das ist halt eher so ein... für mich wahrscheinlich eher so ein Überziehteil für draußen, weil hier drinnen es einfach immer warm ist. Ich habe im Winter eigentlich auch selten dicken Langarm an. Und der ist ja richtig für den Winter. Und da darf es, finde ich, dann auch festsitzen, weil es halt eben für draußen ist. Und der hier, der wird eher auch nur so getragen werden oder halt für drinnen. Und da mag ich das dann gerne, wenn ich ein bisschen Spiel an den Armen auch habe. Ich erkläre aber in der Anleitung auch, wie man das umrechnen kann. Also ich beschreibe... den Ärmel gerade und mache dann alle Abnahmen vom Bündchen. Ich schreibe dann aber auch dazu,
wie man das ausrechnen kann für seine Armlänge, wie häufig man abnehmen muss und wie viele Maschen. Also das ist relativ leicht machbar. Das ist, also es ist Mathe, es ist im Grunde genommen, wenn man es genau nimmt, auch Dreisatzrechnung, aber ich schreibe es halt so, dass nicht jeder da Angst vor hat, der nicht so ein Zahnfetischist ist. Ja, ich habe ihn gerade gewogen, der wiegt keine 350 Gramm in meiner Größe. Das ist die Größe F, entspricht so ungefähr 2XL. Und er ist natürlich cropped. Also ich habe ihn in cropped gemacht. Wer ihn länger strickt, verbraucht mehr. Also ich würde schätzen, wenn ich den jetzt auf Hüfte stricken würde, bräuchte ich wahrscheinlich 1 bis 1,5 Knäuel mehr. Ich habe aber von den Ärmeln auch noch relativ viel über. Also ja, es wird dann wahrscheinlich auf 450 oder 500 Gramm hinauslaufen. Je nachdem, wie breite Hüften man halt auch hat. Ne? Ich werde auch nicht erklären, wie man... Also ich werde... Das Schreiben. In der Anleitung erkläre ich, wie man den gerade runterstrickt. Weil der eben ein bisschen mehr Weite hat und hier auch keine Taillenabnahmen gestrickt werden bei dem Pulli, passt der vielen Leuten auch auf der Hüfte. Und wenn der aber nicht passt, schreibe ich da in der Anleitung dazu, wo man Anpassungen vornehmen kann. Also wenn man wie ich eine breitere Hüfte hat, dann nimmt man einfach noch Maschen zu und wo man die zunimmt, das erkläre ich in der Anleitung. Ja, also, der ist fertig und ich hoffe, dass ich ihn dann tatsächlich auch bald anziehen kann. Es wäre wär schön, wenn es am Wochenende ein bisschen kühler ist, dann kann ich mir den nämlich schnappen und, also wahrscheinlich ist es dann auch bedeckt, kann mir hier den schnappen und werde dann Fotos machen können. Und ich glaube, dafür muss ich in den Wald fahren. Einfach in so einen richtig schönen dunklen Wald, weil das einfach mit diesen Farben natürlich der Burner sein wird. Am Wochenende ist natürlich mein Mann zu Hause, da gucke ich mal, wo wir dann hindüsen, dass wir vielleicht irgendwie eine kleine Wanderung machen und ich nehme meine Kamerasachen, dass der halt den Platz bekommt, den er eindeutig auch verdient hat, wie ich finde. Ich werde, oder ich habe in der Anleitung eine Strickskizze, wo man Maschen sieht. Also dieses typische V-förmige für eine rechte Masche. Und da drin habe ich dieses zweite Muster hier eingebaut. Das ist dann für euch, also ihr seht es in der Anleitung dann so rum. Und ihr könnt dann, wenn ihr diese Anleitung stricken wollt und euch mit der Farbe noch nicht ganz sicher seid, eure Farben einzeichnen. Also es ist extra dargestellt, Hauptfarbe, Kontrastfarbe 1, Kontrastfarbe 2. Die einzelnen Maschen sind unterschiedlich umrandet und ihr könnt die dann einfach in eurer Lieblingsfarbe anmalen und schauen, wie das wirkt. Ich habe es für das Muster gemacht, weil das schön klein und kompakt ist und man alle Farben in einem Abschnitt drin hat. Wenn ich das jetzt nehmen würde, ja, dann würdet ihr ja nicht sehen, wie das aussieht. Ne? Deshalb habe ich einmal dieses Zwischenmuster hier genommen. Ich liebe das ja. Ich könnte mir einen ganzen Pulli nur aus diesem Zwischenmuster vorstellen. Ihr merkt, ich habe heute ganz gute Laune. Warum, weiß ich selber ehrlich gesagt gar nicht so genau. Aber ja, gestern hatte ich sehr schlechte Laune. Mal so, mal so. Ja, also ich habe euch den gezeigt. Ich zeige ihn euch dann auch nochmal, wenn alle Fäden vernäht sind, weil das für mich halt wichtig ist. So wie es aussieht, werde ich wahrscheinlich nächste Woche keinen Podcast machen. Da kommt dann stattdessen ein anderes Video für euch, wenn alles so läuft, wie es soll. Ansonsten kommt ein Podcast. Also seht ihr den dann beim übernächsten Mal nochmal in fertig oder vorher wahrscheinlich schon auf Instagram, wenn ich die Fotos gemacht habe. Da mache ich dann vielleicht ein Reel draus und zum Veröffentlichen kommt dann nochmal ein Foto. Also ich habe da ganz viel tolle Rückmeldungen hier und vor allem auf Instagram bekommen, dass die Leute sich auf die Anleitung freuen und auf die Rautentunika auch. Da kommen wir aber gleich noch zu. Ja, und weil so eine Anleitung sich ja nicht von selber testet, habe ich zwei Sachen vor. Zum einen Tech-Editor. Die Anleitung geht am Dienstag, also ich schicke sie vorher schon, aber am Dienstag wird sie von der Tech-Editorin bearbeitet und die sendet mir dann das Korrigierte zu, auf Englisch wohlgemerkt. Und ich muss dann die Änderungen dann noch auf Deutsch übersetzen. Das heißt, nächste Woche wird der Test dafür beginnen. Meine Tester haben jetzt schon diese Skizze, wo sie ihre Farben eintragen können, die Maschenprobe, die sie benötigen und die Größen, die sie sich auswählen können, schon bekommen. Das ist so eine DIN A4-Seite, wo halt alle wichtigen Infos drauf sind.
Und wenn jemand von euch sagt, er hat Lust auf einen Teststrick, ich packe unten in die Infobox ein Formular. Und dieses Formular könnt ihr dann ausfüllen und dann melde ich mich bei euch. Also ich glaube nicht, dass jetzt hier hunderte Leute sich melden werden, um die Anleitung stricken zu wollen im Test, weil einfach, ja, Test ist halt Verpflichtung irgendwie auch, ne? Aber also ich gehe mal davon aus, dass fast alle mitmachen können, die sich melden. Und ich werde mich aber so oder so melden. Also auch wenn ihr sagt, das ist nix. Wenn ich sage, das ist jetzt nix, weil ihr zu wenig Zeit habt oder nicht das Garn habt, weil muss halt Fingering Weight Sockenvollstärke sein, dann würde ich dann natürlich auch die Rückmeldung geben, dass das nicht geht. Aber ich denke mal, die allermeisten werden dann teilnehmen können. Also wenn dann noch so 4, 5, 6 Tester dazukommen, wäre das ganz schön. Kann im Spektrum aller Größen liegen. Also ich habe ja von, was ist es, Größe 32 bis Größe 64 alles mit in der Anleitung drin. Das ist mir auch wichtig, habe ich ja schon ein paar Mal erklärt, dass halt dieser Pulli nicht bei Größe L oder so endet wie in Strickzeitung. Und wo wir dann auch jetzt beim Thema Anleitung sind, möchte ich noch kurz mal was erzählen. Ihr kennt das ja, dass ich nicht gerne Anleitungen ausdrucke, weil die Zettel zerknittern, weil mehr da drauf rumkritzelt. Ach, eine Katastrophe. Also ich habe sie am liebsten tatsächlich auf dem Handy immer dabei. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich keine Strickzeitung kaufe. Weil was bringen mir Strickzeitungen, wenn sie dann im Schrank versauern? Und da habe ich für mich die Readly-App entdeckt und die wollte ich euch heute mal ein bisschen vorstellen. Und öffne die jetzt mal auf dem Handy und ihr könnt dann hier mal mit zuschauen. Und dann will ich die euch mal so ein bisschen erklären, was es da halt alles so gibt. Ihr seht schon, ich habe natürlich ein Strickheft schon mir rausgesucht gehabt, beziehungsweise ich hatte schon nach Stricken gesucht, deswegen seht ihr das jetzt hier auch schon. Also das ist jetzt ja die Startseite, da wird einem einfach vorgeschlagen nach den Sachen, was man sich schon so angeschaut hat. Man kann hier speziell auf Magazine gehen, das wird auch das sein, was wir dann gleich mal zusammen uns anschauen. Und man kann auch zum Beispiel Zeitung hier lesen, wenn man das möchte, aber wir wollen uns ja heute auf Magazine konzentrieren. Und da könnt ihr echt viele Strickzeitschriften finden. Das könnt ihr auch über die Suche machen, indem ihr halt einfach auf die Suche geht. Entweder ihr wählt jetzt hier eine von den Kategorien aus, die hier verfügbar ist, oder ihr geht eben auf speziell ein Suchwort, was ihr halt suchen wollt. Und da kann man jetzt zum Beispiel auf Strick gehen. Ich habe Strick einfach mal eingegeben und gucke mal, was ich da so für Vorschläge bekomme. Das ist jetzt ein bisschen so, um mich inspirieren zu lassen, einfach mal so durchzustöbern und zu schauen, ja, was mir gefällt, was ich mir vorstellen kann oder halt auch einfach als Inspiration für mich selber. Muster zu entdecken oder Formen zu entdecken, die für mich als Designer interessant sein könnten. Und ja, dann gehe ich hier einfach mal rein und schaue mir jetzt mal die Sommermaschen an. Da gibt es verschiedene, von dem Strickmode Sonderheft gibt es verschiedene Ausgaben und die könnt ihr hier alle auf der Seite dann aufrufen. Ich möchte jetzt ja ganz speziell eine aufrufen, das ist jetzt mal die erste, die habe ich eben gesehen, die fand ich ganz, ganz hübsch und dann habe ich mir die gleich mal hier gespeichert. Dann öffnet die sich und dann kann ich in diesem Heft blättern. Und kann halt schauen, was gefällt mir nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen möchte, dass mir ein Modell besonders toll gefällt und ich kann mir vorstellen, das nachzustricken und ich weiß, das findet hier auf Seite so und so statt, brauche ich mir das nicht rausschreiben. Da kann ich dann einfach das antippen und hier unten mir ein Lesezeichen setzen. Und dann habe ich das immer auch zur Hand, wenn ich es dann brauche. Also muss ich nicht so lange suchen. Nicht alles durchblättern, um die Seite wiederzufinden. Ist im Grunde genommen wie ein Post-it in einem klassischen Heft, ja dann eben auch. Und man hat natürlich den Vorteil, man druckt es nicht. Man hat es hier nicht rumliegen, es verwendet keinen Platz, auch nicht auf meinem Handy. Das ist online betrieben sozusagen. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich fahre wohin, wo ich weiß, dass das Netz schlecht ist, dann kann ich mir auch die Magazine offline auf meinem Handy verfügbar machen und kann dann darauf zugreifen, wenn ich sie dann halt brauche. Das ist, finde ich, ganz cool. Und man findet halt echt viele verschiedene Sachen. Und ich habe mir jetzt auch schon ein paar Favoriten gesetzt. Die kann ich euch auch nochmal zeigen. Da geht man dann auf meine Inhalte. Und ja, da habe ich dann eben das Heft von eben, habt ihr schon gesehen, ist da schon mit drin. Oder eben auch The Knitter. Und bei The Knitter gibt es dann halt auch
unzählige Ausgaben. Das sind jetzt tatsächlich die englischen Sanitar-Ausgaben. Und die, muss ich aber sagen, mag ich persönlich eher lieber, weil die also aktueller sind und ja, ist einfach eher meins. Und damit ihr das auch mal testen könnt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mit dem Link, der unten in den Shownotes für euch verlinkt ist, könnt ihr den ersten Monat für 99 Cent bekommen. Könnt ihr das mal ausprobieren und wenn euch das gefällt, dann könnt ihr das weitermachen. Ansonsten kündigt ihr das wieder. Und ja, also ich finde es ganz praktisch, ich finde es ganz schön, um halt einfach mal reinzustöbern und auch in anderen Themenbereichen einfach mal was zu machen. Ich kann ja zum Beispiel auch, wenn ich immer so durchgehe, ja eben mich politisch engagieren. Ich kann eine Autozeitung lesen, die mein Mann immer liest. Ja, könnte ich machen, wenn ich das wollte. Ja, und das wollte ich euch einfach mal vorstellen und wer da Bock drauf hat, macht doch gerne mit. Eine Sache habe ich euch vergessen zu zeigen, nämlich das Garn. Ihr kennt es auch schon, ich habe es ja auch schon mal gezeigt, aber ich wollte es nochmal in die Kamera halten. Das ist die Silly Socks 02, Disco 02, Neonorange. Dann die Silly Socks Disco 04, Neongrün. Warum wohl? Und zu guter Letzt die Silly Socks Disco 06 in Schwarz, Black, Black wahrscheinlich auf der Website. Und ich habe gestrickt mit zwei Nadelstärken. Einmal hauptsächlich mit der Nadelstärke 3.0. Die meisten, die den nachstricken, werden ihn mit 3.5 oder 4 nachstricken. Ich stricke locker. Immer dran denken. 100er Seil, das reicht für alle Stellen, für Magic Loop und so weiter. Kann man das auch verwenden. Ich habe übrigens die Ärmel, beim letzten Mal hatte ich sie... Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Wir sind Flugschneise von Wunsdorf und da ist gerade irgendwie ein ziemlich niedriges Flugzeug über uns drüber geflogen. Da musste ich erstmal kurz gucken. Ich hatte ja die Ärmel zuerst beide auf einer Rundstricknadel und habe die zusammengestrickt für 12 Runden, weiß ich noch ganz genau. Und dann habe ich sie einzeln runtergestrickt, einfach weil es mir zu warm war und dann dieser ganze Wust immer auf dem Schoß. So konnte ich dann halt den Ärmel, sobald der etwas länger war, den Rest halt daneben legen und dann nur am Ärmel locker flockig stricken. Das hat ganz gut funktioniert. Ja, und die Bündchen habe ich dann mit 2,25 gestrickt. Also normalerweise sagt man ja so eine halbe Nadelstärke kleiner, weil ich ja dazu neige, linke Maschen noch lockerer zu stricken als rechte, habe ich 2,25 für mich gewählt. Beides die Stahlseil Shiogu Bambus. Und ja, das hört ihr wahrscheinlich nicht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, welche Spitze es ist. Ne, man hört es jetzt nicht. Beim Stricken bei der dünnen Nadel, da ist irgendwo eins von den beiden Enden vom Stahlseil nicht richtig in der Metallfassung hier drin fixiert. Und das macht immer so beim Stricken. Super nervig. Aber okay, es sind nur Bündchen. Ich habe es überlebt, auch beim Körper schon. Das ist ja ein bisschen mehr als so ein Handbündchen. Handgelenksbündchen. Ja. Das war es soweit zu dem. Dann kommen wir zum Kimono. Der ist noch nicht angestrickt, aber die Maschenprobe. Ich habe ja daran davon gesprochen, dass ich die euch zeigen kann. Und ich kann es euch zeigen. Und ha. Also ich habe seit langem nicht mehr eine Maschenprobe mit so viel Elan und Vorfreude gestrickt, Leute. Glaubt ihr mir nicht. Es ist so schön. Mein Mann hat sich für fast Oldtimer, eigentlich ist es ein Oldtimer, aber ist nicht als Oldtimer angemeldet. Jahrgang 93 sind jetzt Oldtimer, ist das nicht traurig? Reifen geholt. Und das muss ich euch auch erzählen, die Geschichte. Wir fahren dahin nach Magdeburg und der Typ, wo er die abgekauft hat, hatte die Reifen im Kofferraum, weil das war irgendwie nicht da, wo er wohnte. Und dann hatte er sie im Kofferraum getan und der Typ hatte einfach mal keine Hose an.
Also ich wollte erst sagen, weil wir so viel Magnum geschaut haben in letzter Zeit, guck mal, der hat so eine kurze Hose an wie Magnum immer. Ja, das war eine Unterhose. Ich weiß, es ist warm und es ist unerträglich, aber eine Unterhose darf es doch sein. Es ist so ein Mensch, den werden wir nie wiedersehen im Leben, aber ich fand's ein bisschen irritierend, muss ich ehrlich sagen. Also ich laufe zu Hause halt auch wie Flodder rum, ist mir auch vollkommen egal. Mein Postbote damals, wo ich bei meinen Eltern noch in der kleinen Wohnung gewohnt habe, da habe ich halt immer Post entgegengenommen, weil wenn ich gerade keine Kurse hatte oder sowas, war ich ja zu Hause. Und dann habe ich ihn irgendwann mal in der Stadt getroffen und dann meinte er zu mir, ach, du siehst ja ganz schick aus heute. Ich so, ja, ich laufe draußen immer so rum, nur wenn du klingelst, da bin ich halt flodderig, weil ich bin ja zu Hause. Das interessiert ja niemanden. Ich bin nicht mehr so flodderig, aber ja, ein bisschen schon. Nur wenn ich was auf eBay verkaufe, dann normalerweise wage ich das dann doch schon, eine Hose anzuziehen. Ah, das war schön. Ja, Magdeburg, das ist von uns aus gar nicht so weit. Ist eine bisschen blöde Fahrerei. Also wir fahren im Grunde genommen eine... Also die A2, die geht ja einmal quer so rüber durch Deutschland. Und die A7 geht ja einmal so. Und Magdeburg liegt von uns aus natürlich im Osten, weil ich komme ja nun aus Westdeutschland, also muss es im Osten liegen und ein Stück nördlicher. Und wenn man querfeldein fährt, fährt man halt nur über winzig kleine Straßen. Das ist super nervig. Deshalb fährt man dann tatsächlich über die Autobahn, über Braunschweig dann noch. Das ist nicht die A7, man biegt da vorher ab und fährt dann auf die A2. Und ist also viel geradeaus fahren, viel langweiliges Autofahren. Und aber auch viel fahren, wo man stricken kann. Und jetzt kommen wir dann tatsächlich auch nach einigen Minuten zu meiner Maschenprobe. Und ich habe sie bewusst groß gemacht. Einfach, weil ich sie erstens locker stricke, zweitens wenig Maschen auf 10 cm habe und so einfach ein bisschen akkurater messen kann. Das heißt, ich messe an verschiedenen Stellen und mache dann einen Mittelwert daraus. Das macht bei so locker gestrickten Sachen deutlich mehr Sinn. Bei kleinen ist das immer nicht ganz so schlimm, weil bei einer Maschenprobe von 24, 25, 26 Maschen auf 10 cm der Unterschied am Ende im Strickstück immer noch vorhanden ist, aber relativ klein ist. Weil da, wenn ich jetzt hier mein Halloween-Pulli, wenn ich da im Ärmel 2 Maschen weniger habe oder mehr, wird es kaum auffallen. Oder am Körper auch 6 oder 8 Maschen. Machen jetzt nicht so einen extremen Unterschied. Bei so einem lockeren Garn, locker gestrickten Garn, dickeren Garn, macht das einen relativ großen Unterschied. Weil da dann 2, 3 Maschen auch schon mal 2, 3 Zentimeter theoretisch ausmachen können. Bei einem sehr dicken. Hier ist es nicht ganz so viel. Ich muss es noch messen. Ja, aber so sieht die Maschenprobe jetzt aus. Und ihr seht sie ja nur. Ihr könnt aber mal... Also schon hier so von dem, wie ich das so halte, merken, erstmal sie fusselt, aber das ist halt kitzig, fusselt sich einmal aus und dann ist gut. Die ist extrem drapey. Ich habe dafür kein deutsches Wort. Also der Fall ist halt einfach, ihr seht's, hervorragend. Das wird sich richtig, richtig toll anschmiegen. Ich hänge das jetzt hier mal so drüber an den Körper. Und super, ja, ihr merkt das schon, es knickt hier wunderbar ab. Wunderbar sich in Falten legen an den Stellen, wo es das soll. Der Kimono wird überschnittene Schultern haben. Das heißt, relativ simpel runtergestrickt. Und ja, die Maschenprobe ist fertig. Er wird oben dieses Muster hier haben. Das ist im Grunde genommen alle 4 Runden eine linke Reihe. Hat den Vorteil, so wie man strickt, strickt man dann halt dann wirklich nur eine linke Reihe und das im glatt rechten Bereich. Und das ist halt einfach eine Krausrippe, ja. Also in der Rückreihe dann auch rechts. Der Kimono wird auch in Reihen gestrickt, logischerweise, der ist ja offen. Und ich wollte halt extra Muster haben, wo es nicht auffällt, wenn man lockere linke Maschen hat, wie ich das normalerweise habe. Mit dem Garn geht es super. Ich habe für die Rückreihen eine Stärke kleiner gewählt. Schraubsystem. Ich habe tatsächlich von... Nee, nicht von dem. Von der Rautentunika. Die gleichen Nadelstärken. Also die waren ja noch so zusammengeschraubt mit 4 und 5 mm. Die habe ich direkt
hierfür verwenden können. Hat direkt super gepasst. Es ist eine ganz andere Garnstruktur, aber es passte. Ist ja auch doppelt gehalten. Und ja, wir haben da zwei unterschiedliche Garne. Zum einen die Friends Cotton Silk. Und das ist eben eine Mischung aus 78% Baumwolle und 22% Seide. Und der Friends Kit Silk aus 72% Mohair, 25% Seide und 3% Wolle. Wozu die Wolle da drin ist, ich habe keine Ahnung. Vielleicht frage ich mal nach, wenn ich Zeit habe. Und das Schöne bei denen, habe ich letztes Mal ja auch gezeigt, ist halt einfach, dass sie zusammenpassen ohne Ende, weil die Farben halt einfach die gleiche ist. Es ist beides Misty Green. 113 heißt die Nummer, es ist die Nummer, glaube ich. Und ja, man hat dann nachher halt einfach ein Strickbild aus zwei verschiedenen Garnen, was aber nicht meliert ist. Weil das kann man auch wollen. Aber da ich ja hier nur noch ein Muster habe, wollte ich jetzt nicht noch, dass es meliert ist. Das wäre mir persönlich zu viel. Kann natürlich jeder auch anders machen. Ihr könnt auch theoretisch ein etwas dickeres Garn nehmen, solange die Maschenprobe passt. Ein statt zwei zusammenhalten, ein dickeres Garn nehmen und solange die Maschenprobe passt, alles tutti. Ja, und dann hier unten wird ab, nicht dem Bauchnabel, ist aber so ungefähr die Höhe, wird dieses Muster hier noch kommen. Und dieses Muster macht den die Ausgeglichenheit am Körper aus. Also wenn ich den jetzt runterstricke bis bei mir zur Hüfte, dann würde er bei mir genau die Hüfte extrem betonen. Und indem ich das Muster hier überall, weiter oben anfange, habe ich nochmal einen Blickfang weiter oben an einer schmaleren Stelle. Und das lässt das Ganze dann insgesamt ausgeglichener wirken. Ich werde es an mir dann anprobieren. Das kann ich ja. Also man wird hinten beginnen in Reihen mit einem provisorischen Anschlag und dann nachher vorn und hinten auch den Anschlag anstricken. Und dann gibt es genau zwei Optionen. Beides wird in der Anleitung stehen. Entweder man strickt in Reihen von, ja praktisch da bis da, ringsrum. Ohne halt in Runden zu stricken, aber praktisch Vorderteil, Hinterteil, also nach der Ärmelabtrennung in langen Reihen weiter. Oder, und das empfehle ich dann allen, die einen Baumwollgarn verwenden, man kann auch nähen. Ich werde es machen, weil ich halt einfach weiß, dass Baumwolle sich aushängt mit der Zeit und dass das dann halt so sackartig hängen kann, wenn man Pech hat. Es wird dann oben immer schmaler und unten wird es immer zipfeliger und ja, unförmiger. Und das kann man halt verhindern, indem man einfach Mückenstiche am Bein ohne Ende, indem man einfach Nähte einbaut. Das ist ganz einfach. Ja, also das wird einfach zu erklären sein für euch. Entweder man strickt halt eben so ein Stück und dann alles zusammen, oder man strickt hinten und dann vorne und dann schließt man das am Ende. Und es wird auch eine Art Gürtel geben, der dann nochmal extra gestrickt werden wird, den man am Ende dann oben drüber macht. Den braucht man theoretisch nicht zum Verschließen, das geht auch ohne, aber der macht halt nochmal, wenn man das mag, die Taille schmaler, weil er diese halt einfach nochmal betont. Das ist so ein Accessoire, das kann man anbringen, man kann es aber auch abmachen und das Kleidungsstück funktioniert trotzdem. Also das wird trotzdem verschließbar sein, auch wenn man den Gürtel nicht ummacht. Das war mir wichtig, weil nicht jeder mag das halt, einen Gürtel zu tragen. Oder ja, eben den Gürtel so aufzumachen und dann flattert der irgendwo rum. Deswegen ist er abnehmbar. Aber der wird ganz simpel gestrickt werden. Ja, habe ich auch schon genau im Kopf, wie ich den machen werde. Das mache ich aber dann, wenn ich den Rest fertig habe. Also der hat jetzt noch keine Prio. Ja, und da kann ich dann jetzt auch anstricken. Jetzt habe ich euch ja die Maschenprobe gezeigt. Und dann kann es endlich losgehen. Da muss ich nämlich auch die nächsten Tage schon den ersten Anstrick von zeigen. Soll bis ja knapp Ende September fertig werden. Weil aber, also Hinweg eine Stunde, Rückweg eine Stunde, hatte ich das hier fertig. Also und ich habe nicht von Minute zu Minute komplett alles gestrickt. Also zwischendurch auch mal Pause gemacht. Merle wollte was trinken, sonst was. Also
es strickt sich halt wirklich flott runter. Und es macht Spaß. Man kommt nicht so leicht durcheinander, kann sich das gut merken. Ja. Also, ich möchte mich da so reinkuscheln. Das ist wie so ein Küken. Ich stricke mir einen Küken, Kurzkimono ein. Nein, das kürzen wir jetzt nicht ab. Die Buchstaben, das Buchstabenkürzel hat ja schon eine Sockenfirma für sich und einen Clan. Ja, lassen wir besser, ne? Sehr unschönes Kürzel. Dann, ja, wollte ich noch einmal was zum Newsletter sagen. Also, wir werden nächste Woche zwei Online-Stricktreffen machen, wer Lust hat. Einen vormittags und einen abends. Mein Mann ist nämlich eine Woche bei der Feuerwehr in Celle zu einer Fortbildung, die eine Woche geht. Also ich glaube Montag bis Freitag. Ich glaube am Wochenende ist er wieder zurück. Wird für mich natürlich super anstrengend werden, aber das schaffen wir auch. Und ich werde halt diesmal nur einen Abend machen und dann die restlichen Tage halt noch zum Arbeiten abends dann nutzen können. Oder halt auch einfach mal, um gar nichts zu tun. Ist ja auch mal ganz schön, ne? Und ja, würde dann gerne halt einmal einen frühen Stricktreff machen für die, die halt abends nicht können, weil ja eben, wenn der Partner dabei ist, ist das nervig, finde ich auch. Ich kann ja nicht hier oben im Wohnzimmer sitzen und Videokonferenz machen, wenn Merle nebenan schläft. Das heißt, ich muss das auch im Wohnzimmer machen und da müsste ich halt meinen Mann rauswerfen, wenn er zu Hause wäre. Werden wir auch so machen, weil ich das ja häufiger machen will. Hat sich aber bislang einfach noch nicht ergeben. Und der Vormittagstermin, dann kann ich ja vormittags sagen, okay, wir machen 2-3 Stunden Stricktreff und dann kann ich aber abends dann an dem Tag noch arbeiten. Verliere also auch keine Arbeitszeit in dem Sinne. Also nicht, dass ich nicht meine Arbeitszeit gerne für euch Zuschauer oder Newsletter-Abonnenten und so weiter opfern würde. Aber ist ja trotzdem schön, wenn man dann auch noch andere Sachen schafft. Und wenn der Newsletter für die Rautentonika rauskommt, hoffentlich in der nächsten Woche, also dass die veröffentlicht ist, werde ich da rein auch noch, also den Code, den ihr dann da bekommt, den könnt ihr dann direkt auch nutzen für den Balgus. Einfach, weil ich vergessen habe, den Balgus im Newsletter zu zeigen und es einfach Leute von euch verpasst haben könnten, den Rabatt zu bekommen und sich dann geärgert haben. Also ich habe vergessen, den Kall dort überhaupt irgendwie anzukündigen und als ich es machen wollte, war es eindeutig zu spät und der Rabatt auch rum. Deshalb könnt ihr, wenn ihr den Rabatt für die Rotula dann verwenden möchtet, auch den gleichen Code für den für die Valgus-Socken mit verwenden, wenn ihr Bock habt. Ja, dann kommen wir noch zu 3 Fragen, die ich euch stellen möchte, die diesen Kanal betreffen. Ich habe mich vor ein paar Monaten bei so einem Award beworben, wo kleine YouTuber ausgezeichnet werden. Ich weiß, dass ich da in keinster Weise irgendeine Chance gehabt hätte, irgendwas zu gewinnen. Ich habe es einfach aus Spaß und der Freude gemacht. Fand ich irgendwie ganz witzig und habe gedacht, na gut, bewirbst dich da halt mal. Ich wusste, dass da nichts bei rumkommt. Es gibt einfach viele Kanäle, die das professioneller noch angehen als ich, die Videoschnitt noch mehr machen und so weiter. Und die halt auch einfach beim Zuschauer mehr ankommen und dadurch auch eben mehr Reichweite bekommen. Und ich habe es aber einfach trotzdem gemacht, weil ich halt einfach gedacht habe, ach, schaden kann es dir halt auch nicht. Und wenn du da halt nicht nominiert wirst, dann bist du halt auch nicht da traurig drum. Und ich habe jetzt aber eine Mail bekommen. Die haben sich tatsächlich alle Bewerber angeschaut. Und die Nominierten kriegen dann halt, gibt es dann irgendwie so eine Auszeichnung irgendwann in Köln. Und die anderen, die sich beworben haben, wurden aber auch alle angeschaut und die wurden auch alle angeschrieben mit einem Feedback. Und das fand ich sehr, sehr nett, dass sich da wirklich jemand hingesetzt hat und sich die Kanäle von Leuten, das waren alles Kanäle unter 10.000 Follower, angeschaut haben und ja, so bewertet haben, was die machen, wie die das machen. Und ich habe dann halt Feedback bekommen und da waren zwei Sachen eigentlich. Den dritte habe ich woanders gesehen und wollte es einfach mit euch mal Rücksprache halten. Zum einen war der Vorschlag, dass ich deutlicher
sprechen könnte und halt, dass ich, also dass das Mikro nicht ideal ist, der Ton also nicht für einen Podcast, das ist ja immer noch ein Podcast hier, nicht optimal ist und ja, meine Stimme halt nicht so wiedergibt, wie sie eigentlich ist. Und da braucht ihr jetzt aber keine Rückmeldung im Grunde zu geben. Da muss ich für mich selber halt einfach gucken, wo ist für mich so der Grad zwischen, das finde ich gut oder das ist, ja, ob ich mir da ein Mikro anschaffe oder Peng, das ist, muss ich dann halt für mich selber einfach mal klüngeln, ach, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Was aber ein Vorschlag war, ist, dass man im Hintergrund leise Musik laufen lassen könnte. Und ich habe da mit einigen Leuten gesprochen und manche meinten, ich mag es und manche meinten, ich finde es fürchterlich. Und da ist jetzt an euch mal die Frage, wie findet ihr das? Mögt ihr das, wenn im Hintergrund so eine leichte Musik läuft oder findet ihr das anstrengend? Und das könnt ihr mir bitte mal gerne kommentieren. Und ja, ich höre dann halt einfach raus, was ihr meint. Also ob ihr das gut findet oder schlecht oder ganz fürchterlich. Also wenn jetzt viele von denen, die ich von den Kommentaren immer lese, die immer zugucken, sagen, oh nee, ne, habe ich ja gar keinen Bock drauf, dann werde ich das auch nicht umsetzen, weil ja, das hilft halt nichts, wenn ihr das dann nicht mehr sehen wollt. Und ja, dann habe ich noch, das hat jetzt mit diesem Award nichts zu tun, ich schaue gerade Sarah van Draht, ich weiß nicht, ob ihr den Podcast kennt, ich gehe mal stark davon aus, weil sie ja eine unglaubliche Reichweite hat. Sie hat auch, soweit ich das auf Instagram gesehen habe, tatsächlich einen neuen Podcast aufgenommen. Der ist aber noch nicht online. Und sie macht das natürlich sehr, sehr professionell mit Videoschnitt und so weiter. Und ich fand einen Aspekt, den sie da gemacht hat, sehr, sehr gut. Ich beschreibe es euch mal. Ich habe es versucht mit meiner Webcam, aber die ist irgendwie kaputt. Da ist das Kabel irgendwie. Also sie hat halt mal im Netz, also mal sie verbunden, mal nicht. Sarah hat in diesem Video eine zweite Kamera, die auf ihren Schoß bzw. auf ihre Hände gerichtet ist. Und das kann ich mir vorstellen, das tatsächlich auch einzubauen. Weil ihr seht jetzt ja mich hier. Und ich habe jetzt eben mir die Maschenprobe von dem Pulli genommen und habe die in der Hand. Und wenn ich jetzt sage, oh, diese Maschenprobe hat so eine tolle Haptik und so weiter, dann müsste ich halt die ganze Zeit so machen. Dann seht ihr mich nicht, dann habe ich die ganze Zeit die Arme hier auf sonst wo und nachher Muskelkater. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für euch mehr Details rüberbringt, wenn ich euch eine zweite Kamera hier auf meine Hände richte. Könnt ihr mir auch mal eure Rückmeldung zu geben, ob ihr sowas auch mögt oder ob ihr sagt, nein, das ist zu viel des Guten. Für den Schnitt, für mich wäre das super, dass ich da weiter mich reinfuchse, dass ich eben diese B-Roll, nennt sich das, also Hintergrundsachen, auch zeigen kann. Das würde mir für meinen Videoschnitt super viel helfen, aber auch da mache ich das davon abhängig, ob ihr das mögt oder nicht. Also ich kann es mir gut vorstellen, dass ich halt einfach an Momenten, wo ich über irgendwas rede, was man halt fühlen muss, euch das halt eben vom Gefühl her viel näher bringen möchte. Da bitte auch, wie gesagt, einfach mal drunter schreiben. Und dann habe ich noch eine dritte Frage und da mache ich tatsächlich eine Umfrage auch zu, die auch in den Shownotes ist. Und das ist, was ihr von Patreon-Kanalmitgliedschaften -Steady haltet. Ich habe das ja schon länger vor und ich muss dafür auch noch vorarbeiten, Sachen, die ihr einfach noch nicht kennt oder wisst, vorarbeiten. Und ich würde sowas aber tatsächlich gerne mal umsetzen. Ich denke mir bei sowas halt immer, also da geht es ja darum, jemanden, den man gut findet und dessen Arbeit man irgendwie gut findet, zu unterstützen. Und das eben jeden Monat mit einem Obolus, der ja nicht extrem hoch ist, aber wenn halt ein paar Leute zusammenkommen, man in Summe dann trotzdem eine Unterstützung bekommt, über die man sich sehr, sehr freut. Also ich freue mich über jeden Cent davon unabhängig, über jede einzelne Anleitung, die verkauft wird oder Garn, das verkauft wird. Und ich möchte halt euch irgendwie einen Mehrwert bieten, dass ihr bekommt was, unterstützt mich und ich gebe aber auch was dafür. Also nicht sowas wie, ihr bekommt vorrangig eine Antwort auf euren Kommentar.
Never ever lasse ich euch dafür bezahlen, dass ich euch Beachtung schenke. Wenn ich, also ich lese alle Kommentare eh durch und ich bin einfach nur schludrig, was das Antworten angeht. Und das fühlt sich auch immer richtig blöd an, YouTube-Studio zu öffnen und diese unbeantworteten Nachrichten zu lesen. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, der kauft bei mir, deswegen kriegt er zuerst eine Antwort, weil das halt einfach ein Unding ist. Also wirklich, das kann man machen, wenn man, ja, keine Ahnung, wirklich berühmt ist, wo man halt einfach seine Ressourcen einteilen muss. Aber never ever in so einem kleinen Podcast werdet ihr mir Geld zahlen müssen, damit ich euch Beachtung schenke. Nein. Und dementsprechend wird auch ein kleiner Obolus in dem Fall bedeuten, ihr könnt den Podcast schon am Samstag gucken, wenn ihr das wolltet, also einfach einen Tag früher als alle anderen. Ihr kriegt dadurch Rabatte oder, wenn ich wieder Garn färbe, auch also Shop-Updates früher mit. Was hatte ich noch mir überlegt? Ja, Rabatt eben im Shop. Ist auch klar. Und ein monatliches Online-Stricktreffen, Häkeltreffen, Handarbeitstreffen. Ihr wisst, was ich meine. Ein Zoom-Call im Grunde genommen, ja. Und da kann man ja dann aufbauen und höherpreisigere Stufen auch noch anbieten, wo man dann zum Beispiel noch einen höheren Rabatt bekommt und vielleicht auch Garn dazu, was ich dann aber ja geplant färben kann. Also jeden Monat einen kleinen Mini oder sowas oder ein Set von Minis und dann noch eine dritte Stufe, also die höchste Stufe dann in dem Fall, wo man halt das von vorher auch bekommt und statt den Minis kriegt man dann halt einen Strang und ein Mini, also zum Beispiel ein Sockenset. Und meine Anleitung, die als Kaufanleitung dann rauskommt, kostenlos. Nicht alle, aber halt mal so, ne? Das ist so mein Gedanke. Und also, dass ihr da wirklich auch was für bekommt für euren Obolus, den ihr da bezahlt. Und da würde ich einfach mal gerne die Rückmeldung von euch bekommen. Deswegen habe ich das eben verlinkt. Habt ihr Interesse daran? Und halt auch ein bisschen so preislich, was für euch da so vom Gefühl her passen würde oder ob ihr sagt, nein, das ist mir zu teuer. Alles gut, seid da bitte ehrlich und tut jetzt nicht so, also schreibt da jetzt nicht was rein, um mir da irgendwie zu schmeicheln, sondern ich muss da schon die Realität abbilden. Wenn ich jetzt sehe, dass da eigentlich kein großes Interesse daran besteht, dann mache ich das natürlich nicht. Zumindest vorerst nicht, bis ich dann vielleicht mehr Reichweite habe oder was auch immer. Das einfach, also der Podcast hier lebt ja dadurch, dass ihr da draußen zuschaut und dass euch das gefällt, was ihr seht. Ihr wisst, dass ich so ein bisschen was durchgemacht habe, was Veränderung angeht und Selbstkritik angeht. Und ich bin aber jetzt an so einem Punkt, wo ich halt mich nicht mehr selber kritisiere, sondern halt einfach gucke, was kann ich ändern, um es für mich, für euch, für uns alle schöner zu machen. Und ohne, dass ich da jetzt halt immer sage, ach, du hast ja nur, keine Ahnung, nur 2000 Aufrufe. Ich feiere jeden einzelnen Aufruf davon. Und klar, es gibt andere, die haben halt dann eben 10.000 Aufrufe. Das ist auch vollkommen okay und das hat auch absolut ihre Berechtigung. Ich weiß, dass viele hier auch abgewandert sind durch meine Haltung zu Corona. Ich weiß das, weil ich einfach viel zu direkt vielen Leuten bin. Das weiß ich auch. Und es ist aber wirklich auch so, das kann man ja an den Zahlen auch selber nachschauen, dass ich halt einfach weniger Leuten vorgeschlagen werde. Und woran liegt das? Keine Ahnung. Muss ich rausfinden. Ich weiß, dass es so ist. Die Ursache muss ich für mich finden, was ich ändern kann, was ich verbessern kann. Und da probiere ich mich einfach mal durch. Also ihr seid jetzt meine Versuchskaninchen, die halt einfach erhalten müssen. Und ich hoffe, ihr macht den Weg mit und begleitet mich einfach auf dem Weg. Und wenn euch das zu anstrengend ist, macht hier eine Pause vom Kanal oder macht halt das Abo weg, wenn euch das nicht mehr gefällt. Das ist auch okay. Ich werde da so gucken, wie ich da mich durchmanövrieren kann, dass es halt einfach am Ende des Tages für mich halt einen Sinn macht, diesen YouTube-Kanal halt zu fahren und den anderen vor allem auch auszubauen, den Tutorial-Kanal. Ja. Ja, so langsam aber sicher brauche ich hier einen DeLorean, um in der Zeit zu reisen. Ich bin das Zukunftsvergangenheits-Ich von Jenny. Ich habe nämlich was vergessen, was ich euch noch unbedingt zeigen wollte. Ein Teil davon lag von der vorherigen Woche schon hier und ich habe es einfach vergessen zu zeigen. Weiß nicht, wie das passieren konnte. Deshalb gibt es da jetzt einen relativ scharfen Cut im Video. Dann kommt jetzt hier mein Stück hier eben zum Ende noch hinten dran.
Ich habe nämlich ein bisschen Wolle bekommen und die wollte ich euch unbedingt noch zeigen. Und das mache ich jetzt direkt mal. Wir fangen aber mit was nicht Wolligem an. Ich habe nämlich ein Trachtenstrickheft, ein älteres gehabt und musste da, als ich das, also ich habe welche so einen ganzen Berg von Zeitungen bekommen. Einige habe ich auch behalten und einige habe ich halt eben weggegeben und ich musste bei diesem Trachtenbuch direkt an Ellie denken und habe sie dann auch gefragt, ob sie es haben möchte und sie wollte das gerne nehmen und hat halt gefragt, ob ich im Gegenzug was haben möchte. Und dann hat sie ein Buch gefunden, wo ich gesagt habe, das gefällt mir ganz gut. Das wollte ich euch immer kurz zeigen. Das ist von den Socken von Ulrike Brüggemann und hinten drauf sieht man die ganzen Exemplare auch. Das könnt ihr auch bei Reverie eingeben, da könnt ihr halt alle Muster einmal sehen. Das ist eher so inspirationsmäßig, also jetzt nicht, dass ich unbedingt eine Socke daran nachstricken wollte, aber mir halt Muster anzuschauen, dafür fand ich das super. Also vielen Dank, Ellie, an dieser Stelle und ich hoffe, du hast mit deinem Heft auch Freude. So, dann geht's schon weiter. Nämlich jetzt mit der Wolle. Die seht ihr, doch seht ihr, ne? Das ist in der Kamera verdeckt. Bevor ich euch die Wolle zeige, zeige ich euch, was da war. Das ist eine Bestellung, die ich bei Kiwi gemacht habe. Und erstmal hier die Maschenmarkierer. Richtig süß, das ist ein Eistee. So, das kriegt man auch scharf. Hier steht ein Eistee mit einer Melonenscheibe drin und eine lilane, süße kleine Quietschente. Maschenmarkierer Progress Keeper, besser gesagt. Also man könnte sie beim Häkeln auch als Maschenmarkierer benutzen, aber es sind Karabiner dran, also eher Progress Keeper. Ja, und dann zeige ich euch mal das Garn, was ich mir ausgesucht habe. Ich habe momentan so ein Gelb-Gold-Ding. Habt ihr ja auch gesehen beim Ursa und ich will mir demnächst auch noch Garn bestellen bei Alex von Woolen Forest. Die hat auch so einen Goldton, der ist nochmal, glaube ich, ein Ticken dunkler als dieser hier von Kiwi. Und so sieht das Ganze aus. Ich dachte im ersten Moment, als es ankam, oh, das ist aber blass. Aber da lag es einfach am Licht und so wie ihr es jetzt seht, ist es auch in echt. Also es ist tatsächlich ein richtiger Goldton. Es ist nicht gelb, wie ich erst dachte im ersten Moment. Und das sind 4 Stränge aus der Deichpure 400 Light. 100% Schuhwolle. Ich habe keine Ahnung, ob die Superwash ausgerüstet. Doch, da steht's. Da habe ich genau den Faden umgewickelt. Die ist Superwash ausgerüstet. Hätte ich von der Haptik jetzt auch gedacht, aber ja, man weiß das ja nicht so hundertprozentig. 400 Meter auf 100 Gramm, also 1600. Damit kriege ich auf jeden Fall einen Top oder sowas in meiner Größe hin. Und das ist auch so der Gedanke. Ich denke mal, es wird was Eigenes werden, aber nicht in der nahen Zukunft. Vielleicht im neuen Jahr dann, dass ich das Richtung Sommer dann rausbringen kann. Aber das sehen wir. So, jetzt seht ihr mal ein bisschen was von meinem Hinterkopf die ganze Zeit, weil eben der Karton hinter mir auf der Anrichte steht. Und dann hat eine ganz liebe Zuschauerin mir erzählt, dass sie bei Woolhouse bestellt hat. Und da habe ich dann auch mal gestöbert und habe tatsächlich Garne gefunden, die ich auch haben möchte. Ich erwähne dich jetzt mal nicht namentlich, weil ich nicht weiß, ob du das möchtest. Ansonsten hole ich das gerne nach. Da habe ich mir einmal diese beiden Garne ausgesucht. Das ist Decay. Heißt ja auch Color Lab Decay. Steht auch da dran. Und die Farbe ist Prism Brights. Steht nur Prism Bright drauf, aber wenn man es googelt, das ist Prism Brights. Und ich habe mir, wo man das bei dem Garn hier sehen kann, von der Webseite von Woolhouse einmal den Anstrick ausgedruckt, dass ich weiß, wie es dann aussieht. Also bei dem ist das ja relativ eindeutig, bei dem anderen nicht, deswegen zeige ich euch das gleich auch. Und ja, das ist von West Yorkshire Spinner. Oh, Spinners. Oh Gott. Ich glaube, die Folge wird jetzt so heißen. West Yorkshire Spinners. Ja, ich hatte noch keinen Namen für die Podcast-Folge, haben wir dann auch damit geklärt. Von denen habe ich, von dem normalen Fingering Weight Sockengarn habe ich einige Knäuel da. Eine Weihnachts- und eine, ich glaube noch eine rosane und eine grüne, wenn es mal reicht. Also die habe ich definitiv, das weiß ich. Die habe ich im Kopf.
Und dann habe ich noch von Novita, die haben sich mit Mumin zusammengetan. Wer das noch kennt von früher, das war ja, waren ja Bücher und dann auch eine Anime-Serie irgendwann, die echt alt ist und mein Mann kennt sie trotzdem nicht. Und ja, da gibt es jetzt Wolle, die praktisch den Charakteren entspricht und das ist Mumin Troll. Und da habe ich tatsächlich dann mir auch die Farbe einmal ausgedruckt. Dies hat mein Drucker, das ist ein Laserdrucker, der druckt manchmal sehr kräftig. Hätte ich einstellen müssen vorher. Gucken, ob er das jetzt hinkriegt, dass er das zeigt. Ja, also das ist natürlich nicht so dunkel, aber es sind halt schmale Kringel. Also im Grunde genommen sind die genauso breit wie diese Kringel, nur halt eben in anderen Farbtönen. Und das ist auch Decay, also ist auch schnell gestrickt. Und ich habe aber bei beiden Sorten jeweils zwei Knäuel genommen, weil ich, weil es nur 100 Gramm Knäuel sind. Wir kennen das ja hier in Deutschland, Decay-Sockenwolle ist ja irgendwo zwischen 6- und 8-fach im Grunde genommen. Aber eine 6-fach haben wir ja fast ausschließlich in 150 Gramm Knäueln. Und je nachdem, was man halt stricken will, habe ich gedacht, das ist mir lieber. Ich habe zwei und wenn ich dann das nicht alles verbrauche, dann kann ich aus dem Rest immer noch irgendwas Nettes, Kleines zaubern. Die Color Lab hat ja, genauso viel. 225 Meter auf 100 Gramm und ist 100% britische Wolle. Und die die Mumin-Troll-Wolle jetzt hat die gleiche Zusammensetzung, 225 Meter auch. Und wo das Garn herkommt, steht hier nicht bei. Meines Duplo-Bahn ist gerade ausgegangen. Gut zu wissen. Ja, die Farben, das hier ist 827, aber Mumin Troll, wenn ihr das eingibt, oder eben Prism Brights hat die Nummer 894. So, dann habe ich ein Knäuel zum Testen mal von der Novita Wool Rescue. Ich habe heute echt Probleme, ne? Es ist jetzt abends und ich bin einfach durch. Ein Knäuel davon mitgenommen, das ist, wie der Name schon sagt, gerettete Wolle. Und ich hatte das mal irgendwo auf der Webseite nachgelesen. Also das sind praktisch die Reste von der Baumwolle und so weiter, die halt nicht verarbeitet werden, dass man die halt noch, dass man die halt auch noch verarbeitet kriegt oder halt Sachen, die halt anfallen, die sonst im Müll landen würden, die dann halt noch verarbeitet werden, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ihr könnt es aber nachlesen. Wool Rescue kann man ja ganz gut googeln oder guckt halt einfach bei Woolhouse, das ist glaube ich für euch am einfachsten. Farbe 780 und das hat 200 Meter auf 100 Gramm. Also es ist nochmal ein bisschen dicker. Ist tatsächlich auch eine Zusammensetzung von 75-25, also theoretisch Socken geeignet und ist 100% recycelt, steht sogar hier drauf. Vielleicht steht sogar, ich dachte auf der Innenseite würde vielleicht noch was stehen. Weiß ich jetzt nicht, ob ich die unbedingt für Socken nehmen würde, weil sie halt doch schon, also die ist ja nochmal dicker als die andere. Ging ja theoretisch auch so, oder für Haussocken. Dafür ist sie, glaube ich, wäre sie perfekt. Und hier steht sogar drauf, dass eigentlich ein Ball, also ein Knäuel für einen Frauensocken, ein paar Frauensocken reichen soll. Ja, das ist immer ein bisschen Definitionssache. Ne? Ich habe relativ große Füße, 41, 42 und auch nicht den allerschlanksten Fuß. Ich habe einen normalen Fuß, würde ich sagen. Ja, schwierig. Könnte knapp werden, sagen wir es so. Da habe ich natürlich keinen Anstrick ausgedruckt, weil sieht man ja. Ne? Dann, hier seht ihr gleich, warum ich hier den Ausdruck gemacht habe, habe ich noch von dem King Cole Fuzzi. Ja, es klingt ein bisschen wie Fuzzi. Also wahrscheinlich wird es auch Fuzzi ausgesprochen, aber Fuzzis bei uns sind ja so Menschen, für die wir keinen Namen haben. Ne? Diese beiden in der Farbe Christmas Fruits. Und da war es echt wichtig, dass ich das ausdrucke, weil ich finde, man sieht das überhaupt nicht, dass das dann nachher so eben gestrickt aussehen wird. Farbe 4906 Christmas Fruit. Zwei Stück davon. Das ist 100% Acryl. Nee. 93% Acryl. 7% PBT. Das ist, glaube ich, auch irgendein Kunststoff, ne?
430 Meter auf 100 Gramm und ich habe davon zwei. Also eine Allergiker Sockenwolle, also es ist wie die berühmte, komisch abgekürzte Socks Klaus Koch Kollektion. Dann habe ich das hier. Das ist die Farbe Erdbeere. Also Strawberry 4902. Und auch hier einmal, dass man besser erkennen kann, wie das verstrickt aussehen wird. Reicht ja, wenn ich es einmal dran habe, dann kann ich das, wenn ich es mal anfangen sollte, das Knäuel nehmen, was weniger, also was nichts dran geklebt hat und habe dann immer noch beim zweiten die Möglichkeit zu erkennen, was es ist. Und dann habe ich noch diese beiden mir mitgenommen, mit ausgesucht. Das ist die Farbe Wassermelone, erkennt man glaube ich auch. Und die Nummer ist 4905 und die sieht so aus. Finde ich auch ganz cool. Ja, das ist angekommen. Ich warte jetzt noch auf ein Sockenset und einen einzelnen Strang von Homespun House. Der sollte eigentlich schon lange hier sein, ich habe keine Ahnung. Also es hieß, die Bestellung ist fertig. Ich habe aber keine Versandbenachrichtigung gekriegt. Also kann auch sein, dass sie einfach noch nicht unterwegs ist. Ich würde das jetzt mal nicht ausschließen. Ich räume das schon wieder auf. Kann ich das nämlich gleich wieder mit hochnehmen und dann auch einsortieren. Eingepflegt ist es bei Ravelry schon. Das habe ich schon vorher gemacht. Also wer da mit mir befreundet ist, hat das Garn vielleicht schon gesehen. Das war es also zum Zeigen. Zum Privaten, ich schneide das Video so ein bisschen ab, das Ende praktisch. Es gibt beim Privaten eigentlich nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Ich habe die meiste Zeit des Tages eine Schiene an momentan, weil mein Daumen überlastet ist oder war. Wird jetzt langsam besser, deswegen geht es jetzt auch mal ohne. Ich hatte vorhin noch gestrickt, da brauchte ich den, also geht es halt mit Schiene schlecht. Und ich habe aber auch ein paar Tage wirklich nicht gestrickt, um den Daumen zu schonen. Und jetzt gerade geht es. Ich werde es aber über Nacht wieder drum machen, dass ich halt nachts nicht irgendwie... Ich habe immer so ein... Ich kompensiere das irgendwie im Schlaf, dass ich gestresst bin. Und ich mache halt gerne nachts, knicke gerne die Armgelenke ab. Und es ist halt super ungesund und tut halt auch einfach weh. Und meine Hände schlafen ein. Und da ist die Schiene dann auch gar nicht so verkehrt. Die bleibt dann da auch dran. Ja, sonst ist nicht viel passiert. Ich komme langsam so auf die Gründe, warum es mir nicht so gut ging die letzten Wochen und Monate, warum ich zugenommen habe auch. Und das ist aber alles noch so ein bisschen, also jetzt, das sind Vermutungen, die ich anstelle. Und da werde ich euch dann aber zu gegebener Zeit von berichten. Also es sind Sachen, die, an denen ich persönlich arbeiten kann und auch Sachen, wo ich halt ärztlich Unterstützung brauche. Und wenn ich dann feststelle, dass das tatsächlich das ist, was ich vermute, werde ich euch bei Gelegenheit auch einfach darüber berichten, so ein Erfahrungsbericht, ja, warum es mir wie ging. Wenn es tatsächlich daran liegt, was ich vermute, dann betrifft das relativ viele Frauen im gebärfähigen Alter. Also jetzt nicht irgendwas, dass ich eine chronische Erkrankung habe, also nicht irgendwie Endo oder sowas. Das definitiv nicht. Hat eher mit der Verhütung zu tun. Und da würde ich aber euch dann berichten, wenn ich weiß, ob das Ganze, was ich vermute momentan, Hand und Fuß hat. Also da könnt ihr dann warten. Und ihr seht ja auch, wenn es mir besser gehen sollte, in den nächsten Wochen werdet ihr auch mehr von mir sehen. Ich hatte das im Video vorher schon gesagt. Ich weiß aber nicht, ob das im abgeschnittenen Teil ist oder ob es davor schon kommt. Podcast nächste Woche fällt wahrscheinlich aus. Da gibt es dann ein anderes Video für euch, wenn alles so klappt, wie ich es mir vorstelle. Ansonsten geht's wie gewohnt weiter und dieses andere Video kommt von anders. Werdet ihr dann ja zu gegebener Zeit dann mitbekommen. So, ich mache jetzt Feierabend. Es ist jetzt kurz vor 9. Und ich hau mich jetzt noch ein bisschen aufs Sofa und genieße den sturmfreien Abend, den ich tatsächlich heute mal habe. Und nächste Woche habe ich ja dann eine sturmfreie Woche. Einerseits schön, andererseits also natürlich auch super stressig für mich. Also schön im Sinne von, man kann halt einfach mal das im Fernsehen gucken, was man selber so gucken möchte und muss halt auf niemanden Rücksicht nehmen. Das kann auch mal angenehm sein, aber ist natürlich trotzdem blöd, wenn der Partner weg ist. Also das kann, glaube ich, auch jeder nachvollziehen. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bei diesem oder jenem Video. Ihr werdet es sehen. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Handarbeiten. Und bei dem kälteren Wetter geht es jetzt ja auch wieder besser. Bis dann. Tschüss.